Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Civilization 5. Warte mal. Geländefeld kaufen. Dass die hier auch was zu tun haben immer. Nein, das waren die falschen. Die wollten da. Ihr bleibt hier. Okay. Hier würde ich gerne nochmal neue Siedler machen. Für entweder hier oder hier. Oh, wenn die hier gehen, gehe ich da hoch. Hier ist nämlich die Grenze. Wenn die Insel hier noch ein bisschen weiter geht, können wir uns noch hier ansiedeln. Nächste Runde. Okay, ihr bleibt hier, ihr seid in Bereitschaft. Ja, wir haben 1, 2 Truppen zur Verteidigung, 3 Truppen zur Verteidigung. Ja, ist okay. Für die kleine Insel ist das, denke ich, ganz okay. Aber wir werden definitiv mehr brauchen in Zukunft. Na, bitte warten, komm schon. Jetzt dauert es natürlich immer wieder ein bisschen länger. Nächste Runde. Ne, sind noch dort, er weiß wahrscheinlich nicht, wo er siedeln soll. Das ist mir aber ganz recht. Jetzt haben wir auch gleich fertig. Nächste Runde. Die Stadt Truroa, ja, ist gewachsen. Juhu. Nächste Runde. Jetzt ist das fertig. Gut, jetzt können wir hier mal noch was siedlertechnisch machen. Kompass, dauert noch 8 Runden. Ja, schauen wir mal. Was können wir denn machen? Da können wir einen Hafen. Ein Parthenon. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Oh, ein großer Prophet wurde geboren. Jetzt können wir unsere Religion verbreiten. Wir können zum Beispiel jetzt hier runtergehen. Ihr geht da hoch. Das passt. Ein großer Prophet wurde geboren. Ja, das haben wir ja schon. Religion haben wir schon gegründet. Kein Problem. Ein Garten, ein Schrein. Garten kostet wieder Unterhalt 1. Wir haben gerade so 0. Ich würde sagen, das lassen wir. Hagia Sophia. Ein kostenloser großer Prophet erscheint. Bietet einen kostenlosen Tempel in der Stadt, in der sie gemacht werden. 3 freie Missionare. Oh Gott. Bautrupp, Siedler. Wir machen mal ein paar Siedler. Wir brauchen hier übrigens auch noch einen Bautrupp. Der kann, wenn die fertig sind, können die da hochgehen. Dann haben wir auf der Insel immer noch einen Bautrupp, das ist okay. Koloss. Ah, haben die Koreaner beendet einen Koloss gebaut. Na gut. Den gönne ich den, den gönne ich den. Ich mag ja Korea. Also, Südkorea, ne? Nordkorea, ne? Südkorea, ja. Da würde ich auch gerne mal hin. In Korea würde ich auch gerne. Wir haben ja hier noch was. Hab ich vergessen. Was? Ah. Wir besitzen also etwas, was ihr wollt. Also wollt ihr handeln? Ihr bietet uns 7 Gold 30 Runden lang für Wale 30 Runden lang. Wisst ihr was? Das erscheint mir fair. Für die Zukunft. Auf eine geblühte Zukunft. So, annehmen. Gut. Das ist auch lustig. Manchmal geben diese Vorschläge ab, dann nimmt man das an. Und dann sagen die, nee, das passt uns nicht. Okay, Religion verbreiten, das können wir jetzt machen. Dann wird unsere Religion hier verbreitet. Und wir können natürlich noch eine heilige Stätte bauen. Brauchen wir jetzt aber noch nicht. Das brauchen wir jetzt noch nicht bauen. So. Und den haben wir nämlich weiter, kann er zur nächsten Stadt ziehen. Der kann nämlich dann hier rüber gehen. Hier können wir eine heilige Stätte bauen. Das würde vielleicht ganz gut passen. So auf der Insel so, ne? Bei Cardiff. Mal gucken. Gucken wir mal. Nächste Runde, sag ich mal. Eine nächste Runde. Galliasse. Marineeinheiten des Mittelalters, die mit ihren Fernkampfangriffen die Hoheit auf dem Meer an sich reißen. Kann ich mit denen also dann schon aufs Meer, auf dem richtigen Ozean? Golf von den Fischerbooten, ne? Ermöglicht die Errichtung eines zusätzlichen Handelswegs. Ach ja, Handelsweg. Ach, das dauert auch noch eine Weile, bis der Frachter fertig ist. Dann können wir mal hier noch einen Frachter bauen. So, mal gucken. Das ist ja gleich fertig jetzt, ne? In der nächsten Runde. Schick mal das mit hier hoch. Mal gucken, ob wir es hier in der Stadt gründen oder hier. Ich würde die vielleicht sogar gerne hier gründen, weil hier Eisen ist. Halt. Mal gründen wir sie hier. Ich denke, das ist ganz okay.
So, Produktion. Ein Frachter hätte ich gerne. Wir können ja mal mit Rio handeln. Ne? Wir bauen eine Handelsroute von unserer Hauptstadt zur Hauptstadt Brasiliens. Und dann gucken wir mal, ob wir unsere Beziehung vielleicht durch das hat sie ein bisschen eingerissen, ne? Dass wir halt unsere Beziehung ein bisschen verbessern können. So, in der nächsten Runde können wir mal hier dann die heilige Stätte bauen auf der Insel. Finde ich ganz cool eigentlich. So, nächste Runde. Die sind fertig, gut. Dann kommen die nach oben. Bitte warten, bitte warten, bitte warten. Komm schon. Und jetzt. Okay, wir bauen. Oh, wir können ja keine heilige Stätte bauen. Oh, das ist jetzt aber schade. Das ist jetzt aber schade. Okay, dann würde ich aber sagen, wir okkupieren die anderen Länder. Also wir verbreiten hier unsere Religion. Ihr könnt jetzt hier hochgehen. Nicht so, ne? Überlegen, wie könnte man am besten hängende Gärten in einem fernen Land gebaut? Das ist gemein. Das ist Politik kann erweitert werden. Wahnsinnig, ihr Gold durch alle eure Landhandelswege. Unterhaltskosten, okay. Sollte man mich kaufen, Landsknechten. Dann machen wir das. Okay, Forschung. Eisenverarbeitung. Ja, das ist gut. Auf dass wir weiter in die Zukunft gehen. Fortschritt und Technologie. Hier ist der Kolossus, ne? Also derjenige, der das vor uns gemacht hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hat im also das ist, nee, es war in dem Fern. Nee, Korea. Korea. Klar, Südkorea hat es gebaut. Ne? Den Kolossus. Das heißt, die haben das schon. Die haben dafür vielleicht nicht so viel Kultur. Sie setzen, also können die eventuell, die könnten eventuell auf Krieg setzen. Schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen, müssen wir mal Auge behalten, ne? Nicht, dass die hier auf Krieg setzen, die Freunde. Der rennt immer noch hier rum, da wir immer eine Wohre bauen sollen. Ja, das werde ich dir jetzt abnehmen, weil wenn ich hier baue, brauchst du da nicht mehr bauen. Ein Frachter. Handelsweg errichten zwischen Rio, sehr gut, mach mal. Und guck mal, unsere Religion verbreitet sich da quasi, ne? Hihi. Unsere Religion verbreitet sich. Der Druck auf die Stadt, ne, erhöht sich dadurch. Das heißt, immer mehr Leute sind gedrängt oder, ne, kann man schon so sagen, sich unserer Religion anzuschließen. Das heißt, wir brauchen vielleicht gar keinen. Wo ist er denn? Hier ist der Frachter. Wir brauchen vielleicht gar keinen Propheten hinschicken. Mal gucken. Okay, was können wir jetzt hier bauen? Ein Hafen wäre natürlich echt gut, ne? Eine Hagia Sophia. Drei Glaube dazu. Wir bauen einen Garten. Wir bauen einen schönen Garten. Kurz auf hinsetzen. Einen Moment. Stuhl quietscht da ein bisschen. Einheit benötigt Hilfe. Du wartest jetzt mal hier. Wegen den zwei Feldern und dem Feld hier hinten. Ne? Wenn die Stelle sich erweitern, dann könnt ihr das bebauen und ihr geht hier hoch. Okay. Die hängen immer noch hier unten rum. Könnt ihr nicht mal ordentlich euch bewegen und das erkunden und immer dit. Mausoleum. Ja, wollte ich eh nicht bauen. Nächste Runde. Genau, da wird eine neue Stadt gegründet. Ja. Dann haben wir vor allem hier dieses Eisenvorkommen schon mal gesichert. Zeus. Oh, eine Zeus-Statue. Oh, das dauert mich jetzt ein bisschen. Die hätte ich auch gerne. Ey, die Deppen hier. Okay. So. Wir haben es ihm gesagt, aber also, ne, wir sind dort, wo wir wollen. Jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie gelogen hätten oder so. Ihr geht jetzt mal da hoch, ey, ihr nervt. Okay, was haben wir jetzt hier? Stadtmauer, ganz klar, Stadtmauer. Nächste Runde. Ihr geht auch mal hier hoch. Hier ist jetzt das Problem. Ich möchte natürlich nicht das Gelände verkaufen. So. Wenn das jetzt hier zum Beispiel der sein Gebiet erweitert, zack, dann sind wir so ein bisschen abgeschnitten. Das will ich nicht. Das ist unsere Ecke hier unten. Und die nehmen wir uns einfach. Wir wollen Frieden, ne? Wir wollen keinen Krieg, aber wir erweitern uns. Also, ne, wir bleiben nicht auf unserer kleinen Insel hocken, das kannst du knicken. Lebe damit. Oh oh, was? Wir sind nicht im Krieg, oder?
Nee, wir haben ja auch einen Handelsweg, also Krieg sind wir eigentlich nicht. Hier bauen wir eine Mine hin. Nächste Runde. Ich würde gerne vielleicht sogar einen Soldatenpack hier hochbringen. Also einen Trupp Soldaten wäre vielleicht ganz gut. Wenn das fertig ist, bauen wir noch einen Trupp Soldaten und schicken die mal da hoch. Ist ja nicht schlecht. Sehr gut. Bogenschießen. Eine Runde ist gleich fertig, kein Problem. Artemis-Tempel. Nett, 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 nett. Den können wir bauen. Hier ist dem Hau auch gleich fertig. Was haben wir? Die beschäftigsten Völker der Welt. Okay, wir sind auf Platz 7. Also wir haben auch ab und zu mal ein bisschen Freizeit. Ist okay. Warum nicht? Warum nicht? Achso, nee, das geht nicht. Ach, geht hier rein. Das Rad. Jetzt können wir auch Straßen bauen zwischen unseren Städten. Das ist gut. Nächste Runde. Da können wir auch Straßen bauen. Das ist nicht schlecht. Orakel in einem fernen Land gebaut. Wir hätten noch 20 Runden gebraucht. Tja. Das war's. Fürs Orakel. Sehr schade. Mal schön setzen hier. Ihr könnt veraltete Einheiten. Ja. Wir können solche alte Einheiten, wie jetzt zum Beispiel hier, aufwerben. Geht aber jetzt gerade nicht. Ne? Das Gänge. Dann werden die halt moderner. Das geht erst in der nächsten Runde. Okay. Okay, da haben wir das Hagia Sophia 100 Tage. Oh Gott, oh Gott. Aber wir haben übrigens 17 im Plus. Wir können jetzt also auch wieder. Ne, wir können jetzt auch wieder hier ein bisschen. Hagia Sophia, 59 Runden. Das kannst du eigentlich schon knicken, kannst du das. Tempel. Ah, Leuchtturm. Viehtheater. Ich hätte halt gerne mal ein bisschen was mit Forschung. Zwei Unterhalt. Machen wir Leuchtturm kann man am Wasser immer gebrauchen. Oh, was? Osmanlı'lısı sizi selamlar, yabancı. Ben Süleyman. Hallo. Mein Barte, ich bin froh, euch kennenzulernen. Ich bin Süleyman, Oberhaupt der mächtigen Osmanen. Hallöchen. Sag ich da nur. Ach, das sind die. Ah, okay. Ach so, na, die können jetzt vorbei. Einfach nur oben stehen. Das ist natürlich sehr provozierend, wenn wir jetzt bei Rio de Janeiro unseren Glauben verbreiten. Aber hey, also ne, weil unser Glaube halt so gut ist. Okay, erstmal hier auf die Insel. Sehr schön. Das erhöht dann auch nochmal den Druck. Sägewerk, Terrakotta-Armee, Kolosseum, hängende Gärten, Mathematik, da waren wir noch gar nicht. Wir können noch nicht mal rechnen, ne? Aber die gehören schon zu den größten Völkern. Ah, nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Hagia Sophia. Könnte man jetzt eine bauen, ne? Machen wir mal. Akku nur automatisch. Aber du fährst nicht wieder so, nee, hin und her. Ich hau euch. Ich hau euch in die Pfanne. Botschaft. Botschaft ist okay. Die sind ja hinten übrigens. Also, jetzt wollte ich mir den Finger zeigen in der Richtung. Erstmal hier hinter. Unseren Glaube hier verbreiten. In unseren Städten. Wenn ich mal das machen und die konvertieren zu unserem Glaube, uha. Ich glaube, dann kriegt man Ärger. Ein bisschen Streit muss sein. Dann kommt die Weltordnung von ganz allein. Nein, das ist Quatsch. Keine Ahnung, was ich hier rede. Es ist sehr früh, wie gesagt. Ich bin noch nicht richtig wach. So Brain AFK, ne? Noch nicht ganz. Ich will gar nicht hoch. Okay, hier machen wir das. Sehr schön. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt hat er sich aufgebraucht.
Die halten nicht ewig, die großen Propheten dann, ne? Na, mal gucken, ich würde mich gerne noch mehr erweitern. 10 Runden. Das dauert jetzt halt immer ein bisschen hier, ne? Weil die, je mehr wir entdecken, umso länger dauert das, weil wir dann deren Bewegungen auch sehen. Mathematik ist Tor und Schlüssel zu den Wissenschaften. Ah, super. Super, 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 super. Fortschritt von Wissenschaft. Währung. Das ist gut, dann machen wir ein bisschen mehr Geld. Wir haben schon vier Tourismus. Vier Tourismus haben wir schon. Fortschritt bis zum nächsten goldenen Zeitalter. Eine Handelseinheit haben wir, okay. Wir können Politik wieder einführen. Große Händler werden schneller verdient. Doppeltes Gold aus Handelsmissionen von großen Händlern. So. Machen wir das. Ich will weiter nach unten jetzt. Ich hoffe, die Musiklautstärke und so passt alles. Bitte warten, bitte warten, bitte warten. Ich will nicht mehr warten. Los, mach hin. Ich will nicht mehr warten. Komm schon. Geht doch. Nächste Runde. Okay, die sind fertig. Ach, Plantagen können wir noch gar nicht bauen. Das ist schlecht, dann gehen wir hierher. Ach so, wartet mal, ihr seid ja also fertig. Wir können ja Straßen bauen. Wir bauen von Edinburgh eine Straße nach Dublin. Wir können natürlich die Namen noch ändern, ne? Wir könnten natürlich die Namen dann nach Abonnenten benennen. Das wäre ja lustig. Große Schriftsteller. Ein großes Werk erschaffen, bitte. Das Bessere sehe ich und lobe ich. Schlechterem folget das Herz. Ach, so, jetzt haben wir schon sechs Tourismus. Es wird. Wir bauen eine Straße. Nach da. Das wird so, das wird oben drüber gehen, die Felder verschwinden nicht. Das müssen wir nochmal bauen hier. Nächste Runde. Okay, 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 okay. Die Währung, das hätte ich gern noch. Na komm. Dann machen wir hier. Jetzt genau. So. Mehr Nahrung. Bedeutet mehr Leute. Hier können wir jetzt auch bauen. Hat sich erweitert, sehr gut. Diese Welt kann grausam sein. Nur gemeinsam sind wir dagegen gewappnet. Sollen wir öffentlich eine Freundschaftserklärung unterzeichnen? Ja! Ja, das tun wir. Ja, lasst uns zusammenarbeiten. Seht ihr? Ne? Ich weiß nicht, hätten wir ihn vielleicht angelogen und gesagt, ja, wir siedeln nicht mehr bei euch und dann hätten wir es trotzdem gemacht. Wäre vielleicht die Freundschaft dann ein bisschen mehr geknickt als, ja, nee, wir siedeln trotzdem, was wir wollen, aber wir verstehen euch. Ne? Wir passen auf, dass wir nicht zwischen euch siedeln. Ist ja okay. Heimatstadt wechseln. Ich würde es auch von Edinburgh direkt aus machen. Ja. Jetzt muss ich von hier aus nochmal eine Handelsstadt einrichten. Handelsposten. Nee. Sägewerk. Gildende Bauwesen. Gildende. Reiterei. Machen wir die Reiterei. Okay. Ich würde sagen, in den Markt. Da generieren wir mehr Gold. Mal gucken, wo man eine Handelsroute richten kann. Vielleicht nochmal nach Rio. Ja, ganz gut. Was? Eure große Stärke ist ein Beispiel für alle anderen Reiche. Ich bitte euch, jenen gegenüber großzügig zu sein, die weniger erfolgreich sind. Die wollen von uns 96 Gold. Einfach... Oh, jetzt bin ich voll ans Mikro gekommen. Entschuldigt. Die wollen von uns Gold einfach so. Wisst ihr was? Wir sind ein großzügiges Volk. Wir haben Geld. Wir haben Geld. Das steht außer Frage. Ne? Wir sind auch... Unser Wohlstand ist gut. Also und solide. Also ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie schwanken, dass wir Minus und Plus machen. Wir geben euch das Gold. Ein kleiner Darlehen. Wir erwarten dafür aber was zurück. Ne?
Jetzt war der große Staatsoberhaupt. Ich wäre gleich ganz rot. Hör auf damit. Ich wäre jetzt ganz rot. Also Civilization ist so ein Spiel, wenn du gutmütig bist, so, naja, auch wenn du eigentlich böse bist und alles einnimmst, es fördert den Größenwahn. Das ist schade. Dann würde ich sagen, wartet einfach jetzt mal ein bisschen. Und ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Aber das macht nichts. Wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Tschüss.